ehrgeiziges Projekt eines Designers, der wahrscheinlich durch Einnahme von halluzinogenen Stoffen die Realität verloren hat. Aber das Auto hat er hinbekommen, die Form ist, finde ich, sehr schön. Flügeltüren damals für ein Serienfahrzeug waren es auch nicht. Also man sieht die 30 davon. Französischen Renault 30 sind von der Leistung her jetzt überschaubar. Das war 1981 schon kein Brüller, aber eher ein Hingucker.